So, meine Lieben, ich freue mich, euch wiederzusehen zu einer weiteren Quick-Info. Wir prüfen immer wieder die Informationen, die wir in Sendungen timetodo.ch oder timetodo.ch Spezial erhalten. Dann schauen wir, was wird mit dem System, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, der Therapie gemacht? Wie reagieren die Menschen drauf und was haben die Menschen für Erfahrungen damit? Denn das ist für sie natürlich wichtig, denn alle Menschen, die hier etwas vorstellen, die stellen das vor, wie Sie es entwickelt haben, was Sie davon denken und was Sie davon halten. Und darum geht es mir, dass das auch so zu Ihnen weitergegeben wird. Dann schauen wir aber immer nach, ob das, was der Gast in meiner Sendung auch dementsprechend als Resonanz aus dem Markt, aus Kunden, aus Patienten, aus Klienten zurückkommt. Heute BESA-System. Der Entwickler Wolfgang Albrecht war schon mehrmals in meiner Sendung. Wir haben uns angeschaut, was es alles messen kann und haben damit fantastische Überprüfungsmöglichkeiten auf Funktion von Dingen, auf den Zustand, auf die Verbindung, wenn ich zudem das hinzufüge, was passiert im Endeffekt. Also ein ganz spannendes System. In einer der letzten Sendungen sagte dann der Wolfgang Albrecht, dass dieses System auch bei der Schulmedizin bereits Anwendung findet. Das fand ich natürlich besonders interessant, denn das ist ja immer wieder eine Zielsetzung, dass die Medizin in allen Bereichen sich immer mehr zusammenschmilzt und dann ein optimales Ergebnis für alle, die da Hilfe brauchen, da ist. Bei mir an der Leitung ist Dr. Heiko Geisheimer. Hört er mich, der Doktor? Ja, ich höre dich. Das ist schön. Hallo, ich darf Heiko sagen? Natürlich, ja. Hallo, Bert. Hallo, das ist schön. Heiko, du bist Mediziner. Bist du ganz normaler Allgemeinmediziner oder hast du eine Spezifizierung? Erzähl uns mal gerade ein bisschen, was du machst. Also ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin aus Ingolstadt in Deutschland. Mhm. Und ich war über 13 Jahre im Kassensystem tätig, habe jetzt aber im letzten Jahr die Kassenmedizin verlassen und habe mich einer ganzheitlichen Sichtweise hingegeben und betreibe jetzt seit Januar 2019 eine Praxis für ganzheitliche Medizin. Spannend, spannende Entwicklung vor allen Dingen. Heiko, wie ist denn das BESA-System zu dir gekommen? Wie hast du denn davon erfahren? Kennengelernt habe ich das BESA-System in erster Linie über den Herrn Reinhard Heigl. Mhm. Den habe ich im November 2016 auf einer Hormonfortbildung in Erlangen kennengelernt und Januar 2017 auf einer weiteren Fortbildung habe ich dann mit Herrn Heigl dieses Thema BESA auch vertiefen können. Und der Herr Wolfgang Albrecht ist dann extra nach Erlangen gekommen und hat mir auch das Gerät ja im Live-Einsatz vorgestellt. Und ja, ab diesem Zeitpunkt war ich Feuer und Flamme für dieses Diagnosesystem. Und wir haben dann auch unsere Arbeit deutlich intensivieren können. So ab August 2018, wo dann auch feststand, dass ich eben meine Kassenzulassung abgebe, das System verlassen werde. Und ja, mittlerweile habe ich mit meiner Frau zusammen auch das BESA-System in unsere Praxisabläufe integrieren können. Integrieren in Praxisabläufe. Ein Schulmediziner hat ja ganz viele Möglichkeiten, körperliche Zustände festzustellen. Ich sage da mal jetzt Blutanalyse oder ein Blutbild zu erstellen. Du kannst röntgen, genau. Man kann die Leute durch diese Röhre da durchschieben. Welche Informationen gibt dir denn BESA, die du mit den klassischen Methoden so nicht haben kannst? Ja gut, das BESA-System stellt mir ja letztlich den ja, gesamten Organismus dar, auch die ganzen Organsysteme, die ganzen Zusammenhänge der Organe untereinander, auch so der Energiefluss von Organ zu Organ, der gibt uns da auf jeden Fall auch viele Aufschlüsse, die ich so mit den herkömmlichen Methoden leider nicht erheben konnte. Ich habe auch viele Patienten bei mir in der Praxis, die eine Ärzte-Odyssee hinter sich haben, die untersucht wurden von Kopf bis Fuß, wie du auch schon gesagt hast, durch die Röhren geschoben wurden, die aber immer nur noch gesagt bekommen haben, ist doch alles in Ordnung, es ist nichts zu finden.
und ja, letztlich dann auch für psychisch abgestempelt wurden. Ah, und genau verstehe. Diese Patienten kann ich mit dem BESA-System jetzt genauer erfassen, eben durch diese ganzen Energieflüsse der Organe, unter Berücksichtigung auch der Zähne zum Beispiel. Und so haben wir eine neue Möglichkeit hier bekommen, auch unsere Patienten ja viel, viel tiefer zu diagnostizieren. Ich habe in der Vorführung bei dem Wolfgang Albrecht gesehen, dass es auch eine für mich ganz tolle Möglichkeit gibt, wenn jetzt die Werte, sage ich mal, eines grundsätzlichen Messungs eines Menschen feststehen und man kann auf ein Induktionsfeld oder alleine, wenn der Proband das Teil am Körper hat oder in der Hand hat oder am Arm hat, also dass es am Körper angebracht ist, feststellen, wie die Inhaltsstoffe dieses Produktes, dieser Medizin, dieser Frucht oder was auch immer man nimmt, auf das System des Klienten, der gemessen wurde, wirkt. Ist das für dich auch eine tolle Methodik? Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Methode. Zum einen testen wir natürlich Möglichkeiten, unseren Patienten helfen zu können, indem wir eben durch vor allem Heilkräuter aus der thailändischen Medizin die Gleichgewichte wiederherstellen. Ich benutze das System aber auch, dass meine Patienten ihre gewöhnlichen schulmedizinischen Medikamente mitbringen. Und ich teste auch die Wirkung dieser schulmedizinischen Medikamente auf diesen Gesamtorganismus letztlich aus. Und dann sehe ich auch, ob da Probleme sind, ob das Medikament nötig ist, ob das Medikament vielleicht zu stark auch ist für diesen Menschen. Und das gibt uns doch ein ganz, ganz mächtiges Instrument an die Hand, auch Therapien zu überprüfen. Was wir auch machen, spannend. Oder was ich auch mache, wir testen auch Lebensmittel aus. Ich hatte mal eine junge Dame bei mir in der Praxis, die fraglich war, ob sie Histamin nicht verträgt. Und wir haben dann auf dieses Messfeld eine Ananas gelegt, eine Tomate gelegt und einen reichen Käse gelegt. Und wir haben dann sofort in Echtzeit testen können, dass diese Patientin massiv Probleme mit Histamin hat. Wir haben dann in unserem Testsatz auch noch Medikamente dagegen. Wir haben dann zum Beispiel das Daosin, also das Enzym, was bei Histaminintoleranz fehlt, mit in den Kreislauf integriert. Und die negativen Veränderungen, die wir messen konnten, waren daraufhin auch sofort wieder verschwunden. Wow. Und das ist für mich so dieses Schöne an diesem System, dass es einfach auch in Echtzeit widerspiegelt, wie der Mensch, wie der Organismus einfach auf Medikamente, auf Stoffe, auf alles an sich reagiert. Auch natürlich der Einfluss von Frequenzen, ich spreche hier von Mobilfunk und sonstigen elektromagnetischen Feldern, ist feststellbar. Und wie gesagt, ich habe vor kurzem mit ihm noch mal länger gesprochen und was auch spannend war, er kann sogar Dinge, wenn sich ein Mensch etwas vorgenommen hat, er will eine Weltreise machen und will jetzt aus dem Beruf aussteigen. Solche Zielsetzungen können sogar überprüft werden, ob die mit dem Menschen harmonisieren. Und das ist ja auch spannend. Richtig. Genau, also das war auch ein Punkt, den ich über den Wolfgang kennengelernt habe, der mich wahnsinnig fasziniert hat, dass wir mit diesem System letztlich auch Emotionen sichtbar machen können und dann aber auch schauen können, liegen irgendwelche Prägungen zugrunde, liegt doch irgendeine emotionale Blockade vor bei diesem Menschen, der ihm einfach die Selbstheilungskräfte so weit nimmt, dass er einfach Beschwerden bekommt. Und das ist für mich auch hier ganz faszinierend. Bei diesem BESA-System haben wir auch schon öfter angewendet bei unseren Patienten, durch einfach Gedanken, durch Vorstellungen von Situationen. Dann aber auch, wie kann man mit dieser Situation umgehen, wie kann man die Situation lösen. Da konnten wir auch den Einfluss dann direkt auf dem Probanden, den Patienten praktisch sichtbar machen. Das ist ja ein fantastisches Ergebnis. Jetzt so von deinem Dafürhalten, du hast die Fachkenntnis, du hast langjährige Praxiserfahrung.
So ein System im medizinischen Bereich, wäre das angebracht? Wäre das eine Lösung, wo du sagen würdest, würde meinen Kollegen vieles vereinfachen? Mit Sicherheit. Also ich kann dieses System bedenkenlos weiterempfehlen. Die Frage ist natürlich, ob die Offenheit unter vielen Schulmedizinern vorhanden ist, dieses System zu nutzen. Aber ich halte es für eine wahnsinnig wichtige und sinnvolle Ergänzung einfach einer kompletten ganzheitlichen Herangehensweise mit schulmedizinischen Methoden natürlich, aber auch mit naturheilkundlichen Methoden. Und ich denke, da passt dieses Bildersystem optimal auch in dieses gesamte Konstrukt mit herein. Wunderbar, das war für mich ein ganz tolles Interview und ein schönes Ergebnis, eine Hommage an das BESA-System, denn ich war fasziniert, wo ich das gesehen habe. Natürlich bin ich kein Fachmann, ich kann das nur immer mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, was es schon alles gibt. Ja. Ich danke dir für deine fachliche Aussage und für die Informationen. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Ist an sich alles gesagt. Wie gesagt, BESA hat mich wahnsinnig fasziniert und bereichert auch hier meinen Alltag in der täglichen Arbeit wahnsinnig. Und ich freue mich auch immer wieder, meinen Patienten dieses BESA-System anbieten zu können und auch meine Patienten dadurch bei der Diagnostik und auch bei der Heilung bestens unterstützen zu können. Ja, dann hoffen wir ja, dass es in Erlangen nicht irgendwann große Staus gibt, wenn die ganzen Leute zu dir wollen und mal gucken, was wirklich Sache ist. Ja, ich bin in Ingolstadt, aber Ingolstadt, ja. Der Hormonkurs war in Erlangen. Ja. Nein, es ist toll und dass den Menschen dort geholfen wird, dass das genutzt wird. Ich bin da voller Freude. Die Aussagen von dir waren auch klar und deutlich. Ich danke dir für das Interview und wünsche dir natürlich weiterhin viel, viel tolle Ergebnisse und dann letztendlich viele gesunde Menschen, die durch deine Hilfe in Verbindung mit dem BESA-System sich wieder wohlfühlen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ich mich da so nett äußern durfte zu diesem ganzen System. Vielen Dank. Alles Liebe, bis dann. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, ein Mediziner hat natürlich aufgrund seines Berufes schon immer mit Menschen zu tun, die irgendeine Befindlichkeit haben, eine Verletzung, eine Krankheit, eine Disharmonie, was auch immer da sein kann. Und wie vielfältig unser Körper ist, ich glaube, das brauche ich hier nicht zu definieren. Da gibt es ganze Kompanien und Bataillone voller Spezialisten, Ärzten, Forscher, Mediziner, Professoren, die sich da bemühen zu ergründen, was unser Körper alles braucht, wie wir wieder die Systeme Seele, Geist und Körper in Harmonie bringen können. Ein nützliches Hilfsmittel, das ist mir mittlerweile klar geworden, ist das BESA-System. Ich hoffe, viele Mediziner, egal ob Schulmediziner, Naturmediziner, Heilpraktiker, nutzen dieses System in Zukunft. Es vereinfacht ihre Arbeit, so wie ich das bisher sehen konnte. Und natürlich hat es viele Vorteile für die Patienten. Je ganzheitlicher es wird, desto besser. So, meine Lieben, jetzt haben wir natürlich nicht nur den Dr. Heiko Geisheimer, nein, wir haben auch noch einen anderen Telefonpartner, der ebenfalls über die Anwendung einiges zu berichten hat. Jetzt schauen wir mal, ob ich den schon in der Leitung habe. So, meine Lieben, ich habe jetzt den Reinhard Heike an der Leitung. Hallo, Reinhard. Hallo, Norbert, schöne Grüße in die Schweiz. Das ist schön, denn den Mann aus Österreich zu hören, da war ich erst vor ein paar Wochen bei tollen Aufzeichnungen in Wels, das hat mir sehr gefallen. Jetzt habe ich dich dran, aber wir wollen nicht über das tolle Land sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, BESA-System, wie bist du an dieses Messsystem von dem Wolfgang Albrecht gekommen? Also ich bin zu BESA gekommen, als vor 7 Jahren meine Tochter an Diabetes mellitus 1 erkrankte. Mhm. Und ich wollte immer den Hintergrund wissen. Und da hat es eben geheißen, der eine bekommt es, der andere nicht. Und da habe ich schon gewusst, das ist Irrsinn, das stimmt so nicht. Und natürlich habe ich dann im Internet nachgeschaut und ja, und irgendwie bin ich dann zu Wolf gekommen, habe den kennenlernen dürfen. Und dann hat er mir die Kariba Akademie angeboten. Und heute kann ich voll stolz sagen, dieses Messsystem ist einfach einzigartig. Warum?
weil es einfach die Ursache aufzeigt und nicht das Symptom. Okay. Was konntest du bei deiner Tochter dann erreichen? Konntest du durch das System ihr dann eine Hilfe in anderer Art angedeihen lassen? Ja, es geht darum, einmal in erster Linie natürlich mit der Ernährung viel umzustellen, wobei das nicht immer leicht ist, weil man sie ja durchführen auch muss. Und somit braucht man wiederum den goldenen Mittelweg. Ja. Heute weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, dass die Entgleisung aufgrund eines Impfstaates stattgefunden hat. Aha. Das passiert wiederum auch bei einem Bluttest mit oxidativer Stressbelastung, wo sichtlich erkennbar ist, dass eben hier die Schwermetalle diese Disbalance in den Weg geleitet haben. Okay. Und wie hat sich das ergeben? Wie geht es deiner Tochter heute? Ja, es passt. Wir führen das Insulin von außen zu. Wobei laut Schulmedizin wird immer gesagt, das ist unheilbar. Aber ich kann mir eben nur vorstellen, weil die Bauchspeicheldrüse, diese Insulinproduktion, diese langgehangenen Zellen, die sind ja noch vorhanden. Und darum bin ich der festen Überzeugung, dass diese quasi nur mit Schwermetallen belastet sind, belegt sind und somit diese Rezeptoren nicht erkennen, wann brauche ich Insulin und wann nicht. Aber das ist eine Aufgabe, der stellen wir uns natürlich sehr gerne und wir kommen immer einen Schritt nach dem anderen näher. Mhm. Das hört sich ja schon mal gut an. Dann habe ich gelesen, hat mir der Wolfgang auch mitgeteilt, du hast sogar dann nicht nur deine Tochter messen lassen oder dich, du hast sogar eine Ausbildung am System gemacht. Ja, natürlich. Ich wollte dann immer mehr wissen und mehr wissen und mehr wissen, die Hintergründe, die Ursache. Wie hängt das System zusammen? Und jetzt fangen wir an bei den Organen, bei der Muskulatur, bei der Ernährung. Das ist ja so vielfältig, das Ganze. Und mit Besa ist es einfach eine tolle Sache, gewissen Sachen auf die Spuren zu kommen. War das auch für dich entscheidend, mehr zu wissen, wo du stehst, wie weit deine Systeme in Ordnung sind oder auch nicht? Ja, natürlich. Ganz klar. Und als du die Ergebnisse hattest, wusstest du, was Sache ist oder hat es dich überrascht? Na, am Anfang ist es natürlich unverständlich, weil man sich überhaupt mit dieser Thematik nicht befasst. Aber wie gesagt, wenn man die Ausbildung hat und dann die Hintergründe versteht, dann braucht man einfach nur mehr eins und eins zusammenzählen und das ist komplett ident. Mhm. Was auch noch spannend ist, da du jetzt viel weißt über BESA und das nutzt, wie integriert sich das in dein Leben? Hast du durch die Ergebnisse aus dem BESA in deinem Leben Veränderungen herbeigeführt, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt weiß ich das und das funktioniert nicht oder das harmonisiert nicht mit mir, jetzt ändere ich da was? Nur weil diese Palette ist groß. Ich fange nur mal ganz kurz an. Ich habe sehr viel in meinem Leben verändert. In erster Linie der Standort, wo man wohnt, sprich emotionale Belastungen mit Mitmenschen, die was permanent auf einen einwirken. Und wie gesagt, diese Belastungen, wenn sie immer auf einem drücken, dann macht sich das mit den Jahren natürlich bemerkbar. Sport zum Beispiel war immer schon mein Leben. Ich hätte bereits viermal schon Meniskus operieren sollen. Und natürlich im Zuge der Ausbildung habe ich lernen dürfen, was für Muskulatur, Sensormotorik, Hauptmuskulatur und die ganze Sache. Heute weiß ich, dass zum Beispiel barfuß gehen oder barfuß laufen, das stärkt die Sensormotorik, diese gelenksnahe Muskulatur. Und jetzt bin ich, seitdem ich barfuß laufe, ich laufe zweimal eine halbe Stunde in der Woche. Das mache ich jetzt circa seit eineinhalb Jahren. Also ich spüre meinen Meniskus nicht mehr. Das ist auch wieder so eine Sache, wo man sagt, ja, jetzt habe ich ein Problem. Wie kann ich entgegenwirken? Wie funktioniert das System? Und da gab es ja dann über die Auswertungen mannigfaltige Informationen, die du umsetzen kannst.
nach deiner ganzen Erfahrung. Entschuldigung. Ich sag, nach deiner ganzen Erfahrung mit dem BESA-System, wie würdest du unseren Zuschauern gegenüber den Nutzen definieren? Würdest du den Leuten empfehlen, sich da regelmäßig messen zu lassen? Würdest du den Menschen empfehlen, wenn es möglich ist, sich so ein System anzuschaffen? Man kann ja viel mehr als nur festzustellen, wo es ein Problem im Körper gibt. Es geht ja darum, um auch Ernährung, Medikamente, Nahrungsergänzung, kann man testen, wie das aufs eigene System wirkt und so weiter. Nach deiner Erfahrung, was würdest du den Menschen sagen mit BESA? Sollen sie sich da messen lassen, mit umgehen, anschaffen? Was würdest du empfehlen? Ja, ich würde sagen, BESA sollte ein ständiger Begleiter sein. es ist nicht jeder Tag immer gleich. Es verändert sich auch das Leben mit Wochen, Monate, Jahre. Und wie gesagt, mit BESA hat man den Vorteil, dass man bereits seine Entgleisung im Vorfeld schon erkennt. Weil wir reden immer von Energie. Und wenn man das im Vorfeld schon erkennt, kann man diverse Disbalancen schon im Vorfeld schon abwehren. War das bei dir bisher so? Mit Ernährung. Entschuldigung, bitte. Ich sage, war das bei dir bisher so? Konntest du Dinge im Voraus erkennen und so abwenden? Ja, klar. Ich meine, ich habe das Messgerät selber, wir messen uns ständig selber auch zu Hause. Aber es ist schon interessant, oder zu welcher Jahreszeit welche Entgleisungen entstehen. Jetzt spreche ich das Thema Entgiften an. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, ich habe irgendwo einen Mineralhaushaltdefizit, ja, hilft das alleine nichts, wenn ich diesen Mineralien substituiere. Weil wenn die Leber und der Dickdarm, diese beiden Organe, entgiften den Körper, wenn diese Organe stagnieren, dann kann ich substituieren, was ich möchte. Wenn es der Körper nicht aufnimmt, dann nimmt es nicht auf. Das heißt, da drehen wir vorher schon von Entschlacken, Entgiften, Entsäuern, Regenerieren, bis das wieder angekurbelt ist, das System. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich substituiere. Also ich höre, du hast dich da schon richtig schlau gemacht, bist richtig aktiv dabei. Das ist natürlich für mich auch ein tolles Ergebnis, dass Menschen, die weder aus dem medizinischen Hintergrund kommen, sondern die einfach Interesse an einem natürlichen, gesunden und harmonischen Leben haben, so etwas nutzen. Letzte Frage, ganz kurz und knapp. Würdest du unseren Zuschauern empfehlen, das System zu nutzen? Ja, ich glaube, nur wenn diese Frage erübrigt sich. Ja, natürlich. Also, dann haben wir alles schon gesagt, was zu sagen war, Reinhard. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast, denn es war mir auch wichtig, mit jemandem zu sprechen, der keinen medizinischen Hintergrund hat, der das einfach ins Leben integriert, weil er sieht, es kann ihn weiterbringen. Vielen Dank und natürlich alles Gute an dich und auch an deine Familie. Norbert, ich bedanke mich. Liebe Grüße nochmal. Tschüss. Danke. Schönen Tag noch. Ciao. Liebe Zuschauer, in der Zusammenfassung, wenn ich jetzt diese beiden Interviews mir durch den Kopf laufen lasse, dann sehe ich einfach, wie breit diese Geschichte ist. Was mich natürlich dazu motiviert, auch nochmal hier so einen BESA-Analysetag zu machen, dass wir irgendwo das System installieren und Menschen können vorbeikommen, sich durchmessen lassen, um mal einen aktuellen Status zu kriegen, was das System da aufzeigt, welche Zustände und welche Dinge, um dann zu sehen, was man eventuell machen oder verändern kann oder wie es für einen Sinn macht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei den Interviewpartnern und bei Ihnen, liebe Zuschauer. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die das System bietet. Es wird Ihnen am Schluss zugutekommen. Bis zum nächsten Mal.